Wir verleihen heute hier in Halberstadt den Pro-Engagement-Preis 2012 an ausgewählte Unternehmen. Welches Engagement wird ausgezeichnet? Wir wollen besonders die Unternehmen auszeichnen, die sich sehr stark engagiert haben bei der Integration von Behinderten. Zusammengewirkt haben der Landesbehindertenbeirat, die Kammern, die Arbeitgeberverbände, aber auch das Integrationsamt und die Arbeitsverwaltung. Alle diese Partner haben zusammengewirkt, um Arbeitsplätze anzubieten, die wirklich auch für Behinderte geeignet sind, aber auf der anderen Seite, die auch die Möglichkeit schaffen, dass die Qualität und auch die Effizienz von Unternehmen gesteigert wird. Es stellt sich schnell bei der Einstellung der Behinderten heraus, dass diese sehr loyale Mitarbeiter sind, dass diese sich sehr, sehr stark engagieren und für das Betriebsklima ausdrücklich positiv wirken. Welche Unternehmen erhalten in diesem Jahr den Preis? Wir haben eine große Auswahl gehabt und konnten uns dann aber letztendlich doch auf Spitzenreiter einigen. Es ist zum einen die Kellis-Kledener Suppenmanufaktur. Das ist ein Familienbetrieb, den ich schon viele Jahre kenne und der ein sehr familiäres Klima innerhalb des Unternehmens pflegt und das auch nach außen ausstrahlt. Und die Möglichkeit, dass hier Behinderte zum Zuge kommen, ist auch eine Chance für die Menschen, dass sie sich voll angenommen wissen und dass sie auch mit ihren Stärken, aber auch mit ihren Schwächen voll in diesem Unternehmen mitwirken können und damit zur Bereicherung der gesamten Unternehmenskultur beitragen. Das zweite Unternehmen, was wir auszeichnen, ist die Systeminstandsetzung und Service GmbH in Bitterfeld. Hier sind neue Arbeitsplätze geschaffen worden, die sich sehr, sehr systematisch auf die Unternehmensstruktur beziehen und motivierte und leistungsbereite Mitarbeiter fordern. Und gerade das ist im Bestand der arbeitslosen Behinderten immer noch sehr, sehr gut zu finden. Das heißt, hier haben wir die Chance, dass wir die Stärken dieses Personenkreises für dieses konkrete Unternehmen voll erschlossen sehen. Und als drittes Unternehmen zeichnen wir die Linke GmbH in Magdeburg aus. Hier geht es um die Zusammenarbeit mit dem Integrationsfachdienst und der Agentur für Arbeit und der Deutschen Rentenversicherung. Diese drei Partner haben es geschafft, durch entsprechende Investitionen anspruchsvolle Arbeitsplätze zu schaffen und damit durch die Anpassung und die Ausstattung in der Unternehmensstruktur Arbeitsaufgaben zu ermöglichen, die ganz konkret für Behinderte geeignet sind. Und hier ist es demzufolge auch für diese Menschen möglich, eine ganz gezielte Laufbahnplanung vorzunehmen, die für Menschen mit Behinderung an anderer Stelle nicht möglich wäre. Was raten Sie Firmen, die noch keine Menschen mit Behinderung beschäftigen? Ich habe viele Jahre auf diesem Gebiet gearbeitet und meine Erfahrung mit der Integration von Behinderten in die Arbeitswelt hinein und kann nur sagen, dass Unternehmen, die sich auf diesen Weg eingelassen haben und Arbeitsplätze geschaffen haben, auch ausgestattet haben, dass Behinderte Platz finden können, dass diese Unternehmen es nie bereut haben. Ich glaube, das ist die Herausforderung auch für die Zukunft. Wenn wir den Fachkräftebedarf decken wollen, dann sind die Behinderten genau die motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jedes Unternehmen sehr, sehr gut gebrauchen können.